Es ist eine Katastrophe für die kleine Stadt Ellen in Südfrankreich. Weil sich gut die Hälfte seiner Bilder als Fälschungen erwies, ist das örtliche Museum nach einer Renovierung mit einer deutlich verkleinerten Sammlung wiedereröffnet worden. 82 der 140 Gemälde des Museums, das dem 1922 verstorbenen Maler Etienne Terrus gewidmet ist, erwiesen sich als Fälschungen. Als der Auftrag für die Renovierung erteilt wurde, wurden mir Bilder der Werke übers Internet geschickt. Und tatsächlich konnte man sehen, dass sowohl stilistisch als auch technisch, und das belegen weitere Analysen der Bilder, die Werke grobschlächtige Schwindeleien waren. Die Gemeinde beziffert den Schaden auf mehr als 160.000 Euro. Die Polizei in Perpignan ermittelt wegen Fälschung und Betrugs. Immerhin 60% der Sammlung waren gefälscht. Das heißt, dass sich die Fälscher ganz schön für das Werk von Terrus interessiert haben. Ich denke, dass man die Fälschungen erkannt hat, wird zur Bedeutung des Künstlers beitragen. Terrus war ein Zeitgenosse des Malers Henri Matisse und wird für seine Bilder von lichtdurchfluteten Küstenlandschaften geschätzt. Im Zuge des Skandals erfreut sich das Museum in Ellen immerhin einer nie dagewesenen Aufmerksamkeit.